Falls ihr irgendwas sehen wollt, was in meinem Reel passiert, falls euch doch interessiert, dann folgt mir auf Instagram, wird hier eingeblendet. Und Sydney sein Instagram. Sydney sein Instagram wird wo eingeblendet? Auch da. Da, oder? Auf meinen Haaren? Ja, doch. Auf dem Haaren. Okay. Weil es wahrscheinlich keine Vlogs mehr geben wird. Also, erstmal. Nur wenn ich irgendwas erlebe, wenn ich nach Berlin fahre oder sowas, dann halt. Sydney gibt heute Abend anscheinend Privatkonzert. Heute ist ein schöner Tag, denn wir gehen heute zum Lakers-Spiel! Wir gehen heute zum Lakers-Game. Die spielen gegen Utah. Ich sag auch ehrlich, Utah macht das eh. Oder wir erleben heute so einen richtigen LeBron-Klatsch. Das wäre geil. Ich glaube auch, dass Lakers gewinnen. Die haben mal eine 2-6er-Quote. 2-6er-Quote? Wollen wir beide drauf gehen? Mit Wetten und sowas habe ich nichts zu tun. Das ist sie. Die tägliche Bowl. Aber der macht's nicht so gut. So macht Cardi seine Adlibs. Wait. Ich werde es vermissen. I ain't had shit in a long time. Just to feel like this, it took a long time. Yeah. Ich werde es vermissen, Mann. Ich muss rein, Mann. Du kannst es wiedersehen, Mann. Kein Problem hier. Bitte funktionier, bitte funktionier, bitte funktionier. Ja! Da ist der Mann. Hi, Ramen. Ich hoffe, es ist ein guter Laden. Vulcano-Ramen. Das hört sich cool an. Der Mann ist heute Lotto spielen gegangen. Sag mal bitte deine Tipps. Lakers Sieg und Russell Westbrook. Er war jahrelang mein Lieblingsspieler. Ich bin lieb in ihn heute. Über 19,5 Punkte. Ich sag euch ehrlich, nehmt euer Geld, geht Lotto spielen, anstatt das zu machen. So sieht der ganze Spaß aus. Warum habe ich nur ein Eierstück, Mann? Ich muss sagen, das schmeckt besser als beim letzten Mal, wo wir waren. Guck dir mal diesen Laden an und guck dir mal den anderen Laden an. Meins könnte ein bisschen schärfer sein. Du mit deiner Schärfe, Alter. Du hast extra so ein Vulkan-Ding bestellt, Alter. Safety first. Gerade einen negativen Test gehabt. Warum? Ich hoffe, Westbrook macht seine Punkte. Ja, danke, ich dachte, du machst Auge. Nee, ich mach. Wenn es um Scheine geht, mache ich nie Auge. Ich glaube, wir sind hier richtig, oder? Wir sind wirklich ganz, ganz nah dran am Spiel. Und ich habe ein bisschen auch Angst, dass man das sieht. Ladies and gentlemen, your attention please. Coming out of the court, the home team, Lakers führt mit 10 Punkten oder sowas. Ja.
dran. Keiner hätte den gemacht. Ich sag ehrlich, ich hab getroffen. Luther, das mit 10 gute Tieren. Wo ist Westbrook? Richtig und richtig. Wir sind im Anders Hotel, Sunset Boulevard. Und beim Basketball sind die letzten 2 Minuten am wichtigsten. 10 Punkte macht Russ noch. Malik Monk returns for Lakers. Das ist ein bisschen Stress, sehr lustig. Der Mann da oben hat ein bisschen Stress geschoben gegen die beiden. Und die lachen sich einfach kaputt. Gut, dass Westbrook seine Punkte gemacht hat. Lakers hat gewonnen. Muss ich ehrlich sagen, hätte ich nicht gedacht. Hätte ich wirklich nicht gedacht, dass Lakers gewinnt. War ein geisteskrankes Spiel. War auch die ganze Zeit knapp. Einmal hatte Lakers 10 Punkte Führung, einmal hatte Utah 10 Punkte Führung. War geil. Also ich fand das Game 10 mal besser als Nets gegen Grizzlies. So knappe Games sind halt 10 mal geiler. Dass die sich nicht schämen. How met your father, Alter. Ich raste aus. Was eine Scheiße. Dieser Uber-Fahrer war einfach wirklich... Nicht, also wirklich nicht mal einen Meter. Ich wollte gerade einsteigen, er fährt einfach weiter. Scheiße, Mann! One again to him. Do it. Say it again. Who are you sending this to? Dein Arschlagstein. What the fuck does that mean? Another suck one. My dick. Your asshole don't smell good. Ja, smells like shit. Yeah. Schluckt irgendwas, mein Cappy ist weg. Hier sind wir also. Unser letzter Tag mit der Aussicht. Nico und die anderen sind noch am Pennen. Wir haben noch seinen Cardholder gesucht. Nicht gefunden. Decken wir die noch, um Tschüss zu sagen? Das ist echt eine gute Frage. Danke. Ich bin Ende letztes Jahr erst 19 geworden. Und ich kann ohne Probleme einfach halt Urlaub in Amerika machen. 2 Tage, bevor Sydney mich gefragt hat. Und das kann ich nur wegen euch. Also Kuss an jeden Einzelnen da draußen. Amerika ist schon geisteskrank. Oh, man sieht gar nichts. Ich kann mir schon vorstellen, öfter hierher zu gehen, so für einen Monat, aber dann hier zu streamen. Das wäre 10.000 Mal cooler. Ja, Sydney sieht mich bestimmt. Man sieht uns einfach gar nicht. So richtig horrorfilmmäßig. War richtig entspannt, weil ich und Sydney sind... ähnliche Typen, so spontan, also wir buchen immer alles spontan, so planungsmäßig, ist halt nicht unser Ding, aber am Ende... Cool, dass alles geklappt hat. Ja, ohne Probleme, es hat echt alles funktioniert. Das war's von L.A., Gruß und Kuss.
Hey, we love you.